Unser MK8 Main Toadette ist bereit, weitere Level zu schaffen, nachdem sie ja hier schon die ganze erste Welt geschafft hat. Ich bin gerade so ein bisschen deprimiert, das muss ich ehrlich gesagt zugeben, weil ich die Tastatur nicht finde. Ich bin hier so ein bisschen eingekesselt hier mit meinem Mikro und dann hier, ist halt allgemein ein bisschen schwierig, ne? Das Ding ist, was ist denn hier passiert? Was ist denn passiert? Im Grunde sollten wir jetzt eigentlich hier im Forbidden Fortress schon das erste und ich glaube sogar zweite Level gemacht haben. Doch das Problem, das entstanden ist, ist dasselbe wie bei den Fail-Aufnahmen. Das ist wundervoll. Also das heißt, mein Ton, der war so leise, dass ich da eigentlich kotzen könnte. Ist der das jetzt schon wieder? Nein. Einen Moment. Nein. Hallo. Nee, okay, der ist normal. Ich war eigentlich fest davon überzeugt, dass der Ton richtig war, aber das war der nicht. Das ist gemein. Ich werde wahrscheinlich später alles mal so extern machen, dass ich es nicht mehr auf denselben PC aufnehme, sondern ja, irgendwie dann anders löse, dass es halt nicht alles hier auf meinem PC läuft und ich mich dann im Endeffekt dann nochmal doppelt höre und dann, ja, die ganzen Probleme sich daraus ergeben. Tja, wir sind jetzt in der zweiten Welt, wir haben Toadville verlassen und wir reden mit einem, mit einem der Wachen. Boah. Civilians are not permitted to pass this point. Monsters have taken up residence in the old abandoned. Ist ein scheiß Wort, oder? Abandoned Fortress. For your safety, I'm going to have to ask you to, what? No, I'm not letting you through. You're gonna let yourself through? Huh? Really? Not happening. Just try getting past these impenetrable gates. Ah, genau, da habe ich nämlich gesagt hier so, hey, ich soll hier über Bill Gates rüberspringen. Na gut, das ist sehr witzig. So im Endeffekt, ne? Im Nachhinein ist es sehr witzig. Haben wir alle mal gelacht. Nee, aber es ist halt wirklich so ein bisschen demotivierend, wenn man dann so merkt, ja, du kannst diesen Part... Ich meine, den Part habe ich jetzt schon zweimal aufgenommen. Das muss man mal von der Seite betrachten. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das mache. Es ist zwar schön, ein Spiel, das man mag, mehrere Male spielen zu dürfen oder spielen zu können. Oder von vorne anzufangen. Also, im Grunde, wenn man so ein Spiel anfängt, ne, dann will man das... will man das Spiel auch im besten Fall eigentlich, wie nennt man das Wort eigentlich? Man will es durchspielen. Ja, ich weiß nicht. Es gibt ja die Leute, die sagen sich, ey, ich will überhaupt kein Spiel durchspielen. Ich will, wenn ich ein Spiel privat spiele, dann lasse ich es links liegen. Ich will damit nichts zu tun haben. Also, sei denn, ich spiele die Story durch. Damit will ich natürlich schon was zu tun haben. Aber ansonsten, lass mich damit zufrieden. 100% kenne ich nicht. Okay, das sagt sich der eine. Dann gibt es andere, die sagen sich, ja, 100% ist ja eigentlich ganz normal mit bei. Ich bin eigentlich auch einer der Menschen, die sagen, hey, 100% ist ganz normal mit bei. Habe ich früher auch schon immer gemacht, ne, bei Spyro. Da gab es immer diese schöne Anzeige, diese 100%-Anzeige, die man voll hatte, wenn man 100% hatte. Hier oben ist übrigens die erste Pilzmünze, die wir in dem Part holen. Wir dürfen auch gerne die Kirsche mitnehmen, ist auch ganz schön. Was ganz gemein bei dieser Pilzmünze ist, ist... Da rastet gerade jemand aus. Ach, das sind die Handwerker, genau. Dass wenn man diesen Block betätigt, dass man da nicht mehr hochkommt. Ja, allerdings... Oh, haben wir jetzt einen Stern. Ich will nochmal kurz zeigen, dass man auch dort hochkommt. Ach, ja, toll. Also indem man wieder... Ich hätte gerne einen Stern gehabt. Wir haben jetzt natürlich auch weniger Leben als beim letzten Mal, da ich das ganze Spiel jetzt von diesem Punkt aus nochmal neu spielen musste. Wenn man die Blöcke zerstört hat, kann man von Yoshi nochmal abspringen und hier hochkommen. Das ist im Grunde, ja, Plan B, den man haben kann. Aber ansonsten geht ja eigentlich alles glatt, ne? So. Im verlassenen Fortress, im verlassenen, in der verlassenen Burg, verlassene Bastion oder wie man das nochmal übersetzen will, geht es dann hier weiter, wo sich dann auch der Koopa-Clan aufhalten soll? Das ist schon sehr gefährlich. Naja. Hä? Bin ich denn jetzt nicht gerade vollkommen... Egal. Hier haben wir nochmal Bombette. Use caution. Ich kann es nicht aussprechen. Eating Bob-Bomb-Melon.
Oder ZZZZZ, das muss man ja immer so vorlesen. Das Ding bei den Bob-Omb-Melonen ist halt, dass wir sie mit Vorsicht genießen sollen, natürlich. Und dass wir mit Bob-Omb-Melonen natürlich auch ein bisschen explosive Geschosse von uns geben können. Ist natürlich ganz gefährlich, ne? Niemals mit Bomben spielen. Ja gut, da lernen die Kinder, das lernen... Ja gut, das... Ich wollte jetzt so einen Syrien-Witz bringen, ne? Aber lassen wir das mal. Das wäre zu billig. Das wäre... Das bietet sich ja nur geradezu an. Ich meine, man könnte auch irgendwas über Taliban sagen, dass die ganze Zeit die Bomben abwerfen, aber... Das wäre dann ja... Ich weiß auch nicht. Das wäre so... Mainstream. Das ist vollkommen normal, ja? Sobald man irgendwo Bombe hört, ist das, sind alle total aufgebracht. So. Okay. Dann geht's ja jetzt weiter. Habe ich auch heute gesehen, hier irgendwo in... Ich weiß nicht, ob das München war. Da gab's so einen Cosplayer, der hat irgendwie so ein... Ich weiß nicht, irgendjemand aus so einem Ballerspiel auf jeden Fall gecosplayt, ne? Ist damit natürlich auf eine, Cosplay-Messe gegangen, wollte jedenfalls, das waren seine Pläne. Er hatte große Pläne an diesem Tag. Und, ja, wer hat ihn aufgehalten? Die Polizei. Warum? Er hat, also, habe ich ja schon gesagt, ne, was er gecosplayt hat, ne, irgendwie so ein ganz, ja, nicht aufsehenerregender, aber das war so ein Charakter, der schon, ich sag mal, ja, gewalttätiger aussah. Am besten dann noch so mit Requisiten, die unglaublich echt aussehen, wie einer, was war das? Das war so eine, ich meine, das wäre so eine Plastik-MG gewesen. Oh. Wobei ich mich mit Waffen jetzt nicht so sehr auskenne, dass ich sagen kann, dass das eine MG war oder, was weiß ich, eine C-47, keine Ahnung was. Ich kenne sie alle nicht. So, erstmal die ganzen Fuzzies lösen, voreinander lösen. Ja, und auf jeden Fall, das ist natürlich, da haben sich die besorgten Bürger ja dann doch ein bisschen besorgt gefühlt und die Polizei gerufen. Und, ja, kurz gesagt, der Steuerzahler kann jetzt 4000 Euro zahlen. Also nicht der Einzelne, sondern der Staat an sich so im Grunde, ne? Ich meine, wir zahlen ja den Staat durch die Steuern und dann klappt das schon alles. So. Denkt man sich so natürlich, ne? Das ist jetzt nicht der Ort, wo wir gerade hochgekommen sind. Ich habe immer so das Gefühl, dass dieser Bonusbereich, da können wir übrigens nicht nochmal die Flügel rausholen, dass dieser Bonusbereich im Grunde ja, der weitere Verlauf des Levels ist. Ist aber nicht so. Ist im Grunde nur ein Bonusbereich, wie es eigentlich schon sagt, ne? Warte mal, was ich jetzt machen will, ist hier einmal Kabau und einmal weg. Geht schneller und dann kommen wir auch direkt zum Ziel. Ach. War ein bisschen anstrengend hier mit den, wie heißt es noch gleich? Ich verstehe nicht, wie ich hier Leben kriege. Ich habe mir so gedacht, ja, du kannst mal ein paar Leben farmen, aber immer wenn du deine erste Karte hier eine Kirsche ist, dann kriegst du ein Leben. Wann kriegst du denn zwei Leben? Wenn alles Kirschen sind, oder? Jetzt schaffen wir es, komm. Ah, scheiße. Wenn wir zwei Kirschen hintereinander kriegen, kriegen wir zwei Leben. Und wenn wir alle drei Kirschen hintereinander kriegen, kriegen wir fünf Leben. Ich weiß nicht, ob das, das ist tatsächlich so. Das zählt nicht, wie oft du eine Kirsche hast, ob du überhaupt eine Kirsche hast. Das zählt nur da, es zählt nur... Ah, hier kann man auch die Münzen sehen, die wir haben. Und wir haben ein Level von zwei geschafft, okay. Auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Also man muss auf jeden Fall immer die erste Kirsche mitnehmen, mindestens. Aber, ja gut, jetzt versuche ich wieder auf Deutsch zu sprechen. The outside wall, that was solid. How did you just go get kidnapped or something? Naja, das ist nicht unser Job. Jetzt machen wir uns an Level 2 von Welt 2. Also, sehr gut, meinetwegen. Und hier kommen wir direkt zum Türsteher. Ja, ist natürlich sehr heftig. Tut mir leid, nur für geladene Gäste. Ich mache ja nur Scherze. I'm Anti-Guy. Nice. Ja, ich muss ja so ein bisschen läppischer sprechen. So ein bisschen wie so ein Schlappschwanz.
I'm Anti-Guy. Nice to meet you. You did a very good job breaking in here. But unfortunately, only members of the Cooper clan are allowed to pass this point. What's that? You want to fight me? No. Violence is bad. Bad. Guns bad. Besides, even if you did fight me, I would win. I'm not gloating or anything. I really am a very powerful guy, shy guy. It would truly pain me to see such harm befall something so beautiful. So please leave the fortress for me, pretty, please. Nee, ich will da jetzt durch. Wir wollen da jetzt durch. Nee, guck mal, wir sind so weit gekommen, jetzt hören wir nicht auf. Ey, gut, wir können uns hier noch ein bisschen umschauen. Und Yoshi muss direkt mal absitzen, okay. Gute Nacht, Yoshi. Bleib mal hier. Bleib an Ort und Stelle. Hast nichts zu suchen hier. Das ist jetzt nur für echte... Ja, Männer ist... Könnte man natürlich auch so sagen, weil das ist dann vielleicht doch... Passt ja eigentlich auch nicht ganz, ne? So, wir schlagen jetzt erstmal diese ganzen Amps K.O. Weil die Amps alle im Weg sind. Elektrisch geladen. Also die sind geladen, ja, die dürfen durch. Vollkommen normal. Das ist norm. Boah, wenn ich die Musik höre, das ist ein Remix von Super Mario World. Da hab ich voll Bock, Mario World zu spielen. Naja. Ich weiß jetzt auch nicht, das darf ich jetzt nicht anstupsen, denn das sind ja die Explosiven, oder? Komm, machen wir es mal. Man muss es einfach mal ausprobieren, oder? Nee, aber ich habe schon mal, glaube ich, die Remixes angesprochen. Die sind schon echt gut. Die sind schon echt gut. Hier von Super Mario World. Wobei das schon... Nee, also das gab es auf jeden Fall nicht in irgendeinem Super Smash Bros. Oder so, dass dieser Remix genutzt wurde. Ist der Boden glitschig? Also rutschig? Ein bisschen, glaube ich, ne? Rutschiger... Nee, okay, ist ganz normal. Ganz normaler Boden. Nichts Verdächtiges. Da, 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 da. Sieht so aus, als würden wir an das Ende des Spiels kommen. Nach drei Parts. Nach so langer Zeit. Naja, aber wir stehen natürlich hier noch vor einigen Pokis, vor einigen Herausforderungen. Kann natürlich auch nochmal problematisch werden. Wir sind jetzt im Spiel noch gar nicht gestorben. Und auch beim zweiten Anlauf hier bin ich gar nicht gestorben. Das muss ich echt mal... Und ich habe alles viel schneller durchgerockt. Also, was heißt hier durchgerockt? Dieses Milchlevel... Nee, nicht das Milchlevel. Da gab es irgendwo so ein Level... Das habe ich so überhaupt nicht gerockt. Da habe ich so abgekackt, so abgelost. Da musste man am Ende ja mit Yoshi diese... Das war das erste Level, das wir gemacht haben, meine ich. Ja, genau, das erste normale Level, das wir gemacht haben, nicht das Trainingslevel. Da haben wir nämlich... ja, ich will kurz die Worte finden. Habe ich nicht geschafft. Okay. Ah, okay. Okay, ich muss kurz die Worte finden. Okay. Ja, ich war jetzt nämlich so ein bisschen abgelenkt vom Schlüssel. Denn sobald wir diesen nehmen, werden die Masken aktiv, die auch aus Doki Doki Panic oder Mario Bros. 2 bekannt sind. Ja, eigentlich ein komplett normales Prinzip. Man sollte die Schlüssel auf jeden Fall loswerden, sobald sie einen verfolgen. Man sieht das hier nochmal. Sie kommen einen hinterher, am besten wegrennen und ab und zu mal wieder loslassen. Dann hat man die besten Karten. So, dann können wir auch durch diese Tür hier. Ja, durch diese Tür hier. Ja, und hier werden wir nochmal geheilt. Ah, hier ist noch ein Shy Guy. Derselbe, ein ähnlicher seiner Rasse. Phew, I'm beat. Kidnapping Toads sure is hard work. Man... The heavy lugging, and the stench, and the snoring. I don't care how asleep they are. I don't trust them. Like, what if they were to wake up at any moment, and then when I least expect it, right behind my back, they... Is there one behind me? Ausgelöffelt. Und, ja, direkt mal die Leiche übergezogen. Sind wir nicht so. Das ist Toadette, ne? Die wird wahrscheinlich,
Ja, genau. Die wird wahrscheinlich. Okay. Nee, aber jetzt sind wir unter den Koopas, konnten somit auch diesem schwarzen. Ist das nicht ein bisschen rassistisch? Ja, komm, nennen wir den schwarzen Schalker, ist jetzt nicht so schlimm. Konnten den auch umgehen, den Türsteher. Den, ja, das ist ein guter Name für den Türsteher. Da könnte man natürlich jetzt auch sagen, ja, Türsteher sind immer schwarz, ne? Das ist aber oft. Ich weiß nicht, wie oft das der Fall ist, keine Ahnung. So, reden wir mal mit einem von denen hier. I've never seen a Shy Guy jump that high before. In fact, I didn't know that Shy Guys were even capable of jumping. Fragwürdig. But then again, I didn't know that Cammy Cooper was capable of sleeping magic, so whatever. Das ist Cammy Cooper? Stimmt, hier hören wir auch das erste Mal von Cammy Cooper, es sei denn, es war auch irgendwo im Intro zu hören, aber ich meine nicht, oder? War das schon im Intro zu hören? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, Cammy Cooper, das ist ja die böse alte Tante, der wir gleich gegenüberstehen werden. That's Cammy Cooper over there. Sounds like she has some kind of master plan. Man, we've never had a master plan before. All this time it was just, you know, pace back and forth and hope some unlucky fool stands in our path. Ja, wenn du meinst. Boah, aber wie hab ich sie genannt? Handwerker, die Handwerker. Habe ich Handwerker gesagt? Die Handwerker sind heute sehr aktiv. Hört man natürlich nicht, ne? So, da drüben ist sie, Cammy Cooper. Und auch hier werde ich den Part beenden, genauso wie in meiner, ja, vergeigten Aufnahme. Wahrscheinlich auch in der anderen vergeigten Aufnahme. Aber es wird beim nächsten Mal zur Konfrontation kommen. Wird sie überhaupt erfahren, dass Toadette hinter diesen, dass die sich hier undercover reingeschlichen hat. Wird sie das bemerken? Wird sie den Geruch von Pilzen wahrnehmen, die alte Schachtel Cammy Cooper? Dies und viele mehr Fragen werden beantwortet im nächsten Part. Ja. Es bleibt spannend. Tschüss und bye bye.